Freunde der Fitness und Gesundheit, so, jetzt soll es mal zum Bereich Vitamine kommen und ich habe jetzt irgendwie 5 Stunden vor dem Rechner gesessen und habe gedacht, oh, jetzt knicke ich hier gleich weg. Und zu dem Thema habe ich dann, achso, wenn ihr euch wundert wegen der merkwürdigen Frisur, kleiner Tipp, nicht selber die Haare schneiden. Ich habe so einen Rasierer geholt, bin einmal abgerutscht, war voll das Loch und jetzt musste ich, na gut, okay. Aber ich habe schon ein Kompliment bekommen, du siehst 10 Jahre jünger aus. Okay, super. Ja, werde jetzt 44. Okay, also, Thema ist Vitamine. Thema ist Vitamine und normalerweise denkt man, ja, jeder kennt sich aus mit Vitaminen und das braucht man und das hat man und fertig ist die Laube. So ist es nicht. Und deshalb wollte ich jetzt mal ein Video machen zu speziell unserem Produkt, das Delicious Vitamins, weil jeder sagt, meins ist ganz toll und jetzt musst du meins nehmen und dann habe ich ja schon mal erklärt, der eine kauft alles einzeln und sagt, ja, dann hätte ich ja noch Selen für die Schilddrüse und dann nehme ich nochmal Jod auch für die Schilddrüse und dann brauche ich nochmal B-Vitamine für Haut, Haare, Nägel und dann hat man irgendwie so ein Körbchen voll mit und ich habe schon Kunden gehabt, die haben 430 € im Monat ausgegeben für Vitamine, weil sie alles einzeln kaufen. Und dann gibt es halt Leute, die holen sich so ein All-in-One-Produkt, wo alles in einem drin ist und dann meistens ist es ein bisschen niedrig dosiert und man denkt, ja, das reicht doch, da steht doch überall 100% der empfohlenen Tagesdosis drauf und dann muss das reichen. Das tut es eben leider nicht in diesen Fällen. Und dann nimmt man das und ist enttäuscht, dass man trotzdem krank wird und Husten hat und Schnupfen und sagt, ich habe doch jeden Tag eine Tablette genommen. So, also, deshalb auf diesen Bezug würde ich gerne mal, ich mache jetzt mal, da hinten ist eine Schneeballschlacht, deshalb gehe ich jetzt mal ein paar Schritte. Also, deshalb möchte ich gerne mal auf unser Produkt eingehen und zwar auch auf spezielle Bestandteile. Also Vitamine, erstmal zusammengefasst, viele wissen das gar nicht, es gibt 13 verschiedene Vitamine, es gibt 7 Mineralstoffe und es gibt 7 Spurenelemente und die braucht der Körper alle. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, wenn ich jetzt so eine Orange esse und eine Kiwi, dann bin ich komplett versorgt. Nein, so ist es nicht, weil leider in jeder Frucht nicht alles drin ist. Natürlich kann man sagen, in der Banane habe ich besonders viel Kalium drin, ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, da ist auch gleichzeitig besonders viel Vitamin C drin. Dann muss ich wieder auf die Orange zurückgreifen oder besser noch auf die Zitrone oder noch besser auf die Mango oder noch besser auf die Hagebutte, weil die hat nämlich auf 100 Gramm 1400 Milligramm Vitamin C. Aber wer frisst schon 100 Gramm Hagebutte? Ja? So, also da haben wir einmal dieses, dass wir alle wirklich alles brauchen. Ja? Wir können nicht auf irgendwas verzichten. Und das können wir schon, aber irgendwann kriegen wir natürlich dann die Quittung vom Körper und das ist natürlich dann problematisch. Deshalb, um dem Ganzen so ein bisschen vorzubeugen, habe ich mir überlegt, wenn wir was konzipieren, ja, also wenn wir was entwerfen, dann muss wirklich alles drin sein, so dass jeder wirklich dann nicht noch und das noch und das noch und das noch alles einzeln zu sich nehmen muss. So. Aber es gibt neben den Vitaminen, neben dem Mineralstoff, neben den Spurenelementen natürlich auch noch ganz andere Wirkstoffe, die Leute gar nicht auf dem Zettel haben, weil es wird ja in der Schule auch nicht vermittelt, und die aber die Pflanze oder die Frucht oder das Gemüse noch viel wirksamer macht in seiner gesundheitlich förderlichen Wirkung. Und ich greife jetzt nur mal ein paar Sachen raus, was wir alle so kennen, ist ja, Rotwein ist gesünder als Weißwein, weil da ist irgendwas drin, so. Ah ja, Resveratrol, das ist glaube ich aus der Rotweinschale und weil beim Rotwein ja die Rotweinschale mitvergärt wird in Form der Maischegärung und nicht in Form der Mostgärung, wie es beim Weißwein ist, auf jeden Fall Rotwein gesünder, wegen Resveratrol. So, haben sich alle Resveratrol-Kapseln geholt. Dann grüner Tee. Ja, grüner Tee ist gesund. Ja, ist gesünder als schwarzer Tee. Warum? Ja, weil die Blätter noch grün sind. Okay, warum sind die einen grünen, die anderen schwarzen? Die schwarzen sind schon oxidiert, also verrostet. Okay, alles klar, was noch? Da ist Katechin drin. Katechin, was ist das? Ja, Epigallocatechingalat und das blockiert die Katechol-Methyltransferase und die Monoaminooxidase. Da hat schon keiner mehr Bock zuzuhören, weil ihr denkt, oh, das ist auch kompliziert. Also, grüner Tee, Katechin, gesund. Aber was ist bei uns drin und warum macht es das Ganze so besonders? Wir haben einmal drin OPC. OPC ist ein Traubenkernextrakt. Traubenkernextrakt, der Bodyguard gegen das Altern. Die Wunderwaffe gegen Falten. Lest es nach. Es ist Oligomere Proanthocyanidine, ist der Wirkstoff. Aber Traubenkernextrakt. Weil der Wurm, der in den Apfel klettert, frisst nicht den Apfel auf, er will zum Kern. Warum? Traubenkernextrakt. So, dann geht's darüber hinaus. Was haben wir drin? Hesperidin. Hesperidin finden wir im Orangensaft. Ja, ja, da ist doch Vitamin C drin, deshalb ist das so gesund. Nein, da ist auch Hesperidin drin. Ganz entscheidend wird's eingesetzt gegen Krampfadern oder gegen Krämpfe im Allgemeinen und es wirkt auch entzündungshemmend. Dann darüber hinaus haben wir drin Bromelain. Bromelain. Da hinten Schneeballschlacht, hier vorne auch, irgendwas ist immer. Egal. Also, Bromelain. Bromelain ist stark, ebenfalls gegen einzusetzen gegen Gelenkbeschwerden. Bromelain ist muskelentspannt, also muskelrelaxend. Bromelain ist auch verdauungsfördernd. So, das ist ein Extrakt aus der Ananas. So,
Dann, das gab es früher immer im Wob-Enzym. Da ist man zur Apotheke gegangen und hat sich so Wob-Enzyme geholt und da war dann auch also ganz viele Enzyme drin und Bromelain war auch eins davon. Und da haben wir gesagt, irgendwie fühle ich mich damit besser und dann hat man das auch, konnte man im Sport, hat manchmal diese Schmerzen gehabt und so weiter und so fort. So, dann haben wir noch drin Cholin. Cholin ist eine Fettsäure, die wir ganz entscheidend brauchen für das Acetylcholin. Und zwar ist der Neurotransmitter des Denkens. Also, man sagt, im Jahr 2050 wird Demenz, Alzheimer die Todesursache Nummer eins sein. Und dann kommt erst Krebs und dann kommt erst Herzinfarkt, Schlaganfall. Weil wir eben leider im Geiste immer mehr degenerativer werden. So, das Ding ist aber auch, woher sollen wir es wissen? Wenn uns keiner erklärt, wir wissen mehr über das Auto und über vollsynthetisches und teilsynthetisches Motoröl. Wir wissen, in den Corsa kommt ein 15 W40 rein, in den Porsche Turbo kommt ein 0 W30 rein. Das weiß man, ja. Aber beim Menschen denkt man einfach alles rein damit. Muss schon funktionieren. Und wenn dann es einem schlecht geht, dann sagt man, bin ja auch schon 55, bin ja auch schon 70, ist genetisch. Ist es nicht. Es gibt eine genetische Disposition, eine Veranlagung, dass ich es kriegen kann, früher als andere, wenn ich genetisch dispositioniert bin. Aber ich kriege es auch nur, weil ich halt eben die gleichen Fehler mache, wie der, der nicht genetisch dispositioniert ist und der es dann 10, 15 Jahre später kriegt. So, also ich habe Cholin, ich habe Bromelain, ich habe OPC, ich habe Hesperidin und jetzt kommt noch Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba ist eigentlich ein Baum, wird bis zu 10 Meter hoch und die Blätter kann man essen und schmeckt nicht so toll. Ich hatte mal selber so einen Baum, weil die gibt's auch klein zu kaufen, so auf, keine Ahnung, 1,50 Meter. Und da ist dann Ginkgo Biloba drin. Ginkgo Biloba fördert sehr stark die Gehirndurchblutung, die Gedächtnisleistung, die Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeit. Und deshalb kaufen das auch schon viele ältere Menschen in der Apotheke, also rein als Kapseln. Und das ist das, was ich meine, wenn man alles einzeln als Kapseln holt. Also sprich praktisch alles und dann nehme ich nochmal Ginkgo und dann nehme ich nochmal dies und das, dann wird man irre. Und um das zu vermeiden, jetzt gehe ich mal wieder ein paar Schritte, und um das zu vermeiden, habe ich die Möglichkeit, mit dem Delicious Vitamins alles in einem zu haben. Das heißt, ich habe alle Vitamine, die ich benötige, ja, in der Form, dass ich sage, okay, Vitamin A für die Sehkraft ist drin, ich habe Biotin drin, das Schönheitsvitamin für Haut, Haare, Nägel, ich habe Vitamin E, das Jungbrunnenvitamin, ich habe Vitamin B6, das Sportvitamin, ich habe Vitamin B12, das Vitamin der mentalen Fitness. Ich habe das alles drin. Und ich muss nicht alles irgendwie irgendwo extra einzeln holen. Und ganz entscheidend ist, in einer Dosierung, wie es aufeinander abgestimmt ist. Ich habe das mal anhand eines Autos erklärt. Da brauche ich auch keine 3 Lenkräder. Ich brauche keine 3 Lenkräder. Ganz im Gegenteil, es wäre sogar fatal, wenn der eine nach da lenkt und der andere lenkt nach da. Ja, also ich brauche genau ein Lenkrad, ich brauche genau ein Getriebe, ich brauche genau einen Motor und ich brauche genau 4 Reifen und so weiter. Da würde auch keiner auf die Idee kommen, ich mache jetzt mal 5 Motoren da rein, was unsinnig ist. So, und das ist so die Problematik, wenn man anfängt, so selber alles zusammenzuschmeißen. Und es muss aufeinander abgestimmt sein und dementsprechend haben wir dort 25 Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente drin. Wir haben 5 Superfood-Extrakte drin, also sprich die Wirkstoffe, die ich eben gerade aufgezählt habe. Und jeder, der sagt, brauche ich nicht, weil habe ich schon durch die normale Ernährung, der liegt leider falsch. Und zwar, angenommen, ich brauche was für die Schilddrüse, ja, damit ich wach und nicht schläfrig durchs Leben gehe. Und wenn ich jetzt was für die Schilddrüse brauche, dann brauche ich Jod und Selen. So, Selen, wo ist das drin? In Paranüsse. Ja, dann kaufe ich mal ein paar Paranüsse. Ich weiß gar nicht, wann ich die das letzte Mal gegessen habe. Okay, wie viel? 3 Stück. Na, 3 Stück kann ich schnell essen. Jeden Tag. Okay, was brauche ich noch? Jod. Wo ist das drin? Ja, in Fisch. Ah, ich bin gerade vegan, das geht nicht. In Algen. Ja gut, dann hole ich mir Algen. Aber warte mal, dann könnte ich ja Sushi machen, so veganes Sushi. Okay, war alles klar. Okay, Jod. Was brauche ich noch? Vitamin E. Ist in Olivenöl viel enthalten oder noch mehr in Weizenkeimöl. Weizenkeimöl, okay. Habe ich ja noch nie gehört. Okay, dann lege ich das auch noch auf die Liste. Was brauche ich noch? Mangan. Wofür brauche ich denn Mangan? Habe ich ja noch nie gehört. Mangan für die Makula. Das ist ein Teil des Auges, damit ich eben nicht die Makuladegeneration bekomme und nicht Probleme mit der Sehkraft kriege. Herrgott, wo ist denn das denn? In Erdbeeren. Ist aber gerade keine Saison, oder? Nein. Oh Gott, was mache ich denn? Gibt's was woanders? Dann habe ich irgendwann den Einkaufszettel sowas von voll, dass ich am Ende nur noch so einen Topf nehme, da alles reinschmeiße, dreimal umrühre und sage, also gesund ist es wahrscheinlich, aber schmecken tut's nicht. Und dementsprechend ist es schon sinnvoller zu sagen, okay, natürlich versuche ich mich gesund zu ernähren. Ja, natürlich versuche ich
zu Obst und Gemüse zu greifen in natureller Form. Also jetzt nicht, dass ich auf den Weihnachtsmarkt gehe und mir einen Bratapfel hole, ja, so mit rotem Zuckerguss drumherum und sage, das ist meine Obstportion für heute, sondern oder gebackene Apfelringe oder so, sondern dass ich versuche schon mit Obst und Gemüse zu arbeiten, dass ich auch, dass jetzt auch ein Salat bei mir nicht immer so aussieht, Salat mit Schinkenwürfel, Käsewürfel, Mini-Hackfleischbällchen, Ei. Dann hat der Salat, ich habe mal bei einem Kunden so ein bisschen nachkalkuliert, da war der Salat so bei 1200 Kalorien. Und da habe ich gesagt, das ist ja gar kein Salat, was du isst. Und dann sagt er, du hast doch gesagt, ich darf Salat essen. Ich sage, ja, das ist ja Ei, Schinken, Käse, so ein süßer Dressing auf 150 Milliliter mit 532 Kalorien, das ist die Hälfte einer Pizza schon. Ich sage, das ist ja, du hast gesagt Salat. Ich sage, darf ich mal alles wegnehmen, was kein Salat ist? Und dann sagt er, jetzt darf ich nicht mal mehr Salat essen. Also ich glaube, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Aber also, natürlich soll ich mich gesund ernähren. Ja, aber damit ich mich nicht irre machen muss und da ich natürlich heutzutage jetzt vielleicht auch nicht immer Bio einkaufe und dann immer es so verarbeite, also schonend verarbeite, weil Vitamine und diese sekundären Pflanzenstoffe und die sind alle nicht hitzestabil. Das heißt also, wenn ich irgendwas enorm erhitze, also indem ich es koche oder brate oder backe, dann ist das tot da drin. So, also ich muss das jetzt nicht mal in die Mikrowelle machen, sondern, ne, damit es kaputt geht, aber es ist halt tot. Und um das zu vermeiden, dass ich mich jetzt so irre mache und jetzt den ganzen Tag nur noch überlege, was wie, nehme ich ein hochdosiertes Vitaminpräparat? Das muss nicht mal unseres sein. Nur, warum stehe ich so hinter diesem Produkt? Ja, hast du ja selber produziert? Nein. Ich habe es selber sogar konzipiert. Ich habe es selber zusammengestellt. Und es ist auf Pulverbasis. Das heißt, das, was ich vorher genommen habe, entsprach immer so aus 8-9 Tabletten. Da hat man so 8-9 Tabletten in der Hand. So eine Multivitamin, eine B-Vitamin-Komplex, eine Omega-3. Ja, und dann hat man so also die Hand so voll. Und dann machen wir so. Und alle denken, oh, der will Feierabend machen. Der macht Ende. Der will sich umbringen. Nein! Es ist für die Gesundheit. Das versteht nur keiner. Das versteht keiner, der nur die Tabletten sieht. Weil man denkt bei Tabletten an Aspirin oder an irgendwie Beta-Blocker oder so, nicht? Und da hat man natürlich ein großes Problem. Und wenn man das auch noch zweimal am Tag macht und dann vielleicht noch ein bisschen Kreatin dazu oder so, da ist man mal ratzfatz bei 30 Tabletten und das ist nicht mal wenig. Nicht mal viel, wollte ich sagen, nicht mal viel. Und da halten halt alle, dann läuft man mit so einer Kapseldose rum, die klappert die ganze Zeit, die einen erinnert, oh, ich muss noch meine Tabletten nehmen. Und ich wollte einfach ein Pulverkonzentrat haben, sodass man das einfach in Wasser macht, weil die meisten von uns trinken auch zu wenig. Ja, also wenn ich 80 Kilo wiege, sollte ich eigentlich 4 Liter trinken. Nur das macht kaum einer. Dementsprechend werde ich im Alter immer runzliger, ja, weil wie so ein Pfirsich, der Wasser verliert, verliert auch unser Körper Wasser. Die Muskeln werden immer kleiner, ja, weil, also nicht bei mir, aber 44 Zentimeter Oberarm. Die Muskeln werden immer kleiner, weil sie auch zu 72% ihr Volumen aus Wasser bekommen. Das Blut wird immer dickflüssiger. Das heißt, man muss sich immer mehr konzentrieren, wenn man irgendwas wiedergeben will. Und man sagt immer nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und man ist auch tagsüber ein bisschen müder und antriebsloser. Und dann sagt man immer zu den Leuten, ja, der ist ja auch schon 50. Der ist ja auch schon 40. Und mit 40 sagt man, ja, vor 20 Jahren, mit 20, da war ich auch noch anders drauf. Ja, aber der Stoffwechsel, also die Geschwindigkeit, wie der Körper Nahrung verarbeitet, das ist abhängig von den Vitaminen. Und ich werde dazu gleich nochmal ein Video machen, wo ich mal ganz einfach erkläre, also wirklich einfach erkläre, was Vitamine im Körper machen. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen was in euch anstoßen. Delicious Vitamins, Freunde. Es liegt mir sehr am Herzen. Ich muss es mal sagen, wenn man keine Ahnung hat, muss man immer jemand finden, der es hoffentlich gut mit einem meint und der einem ein paar Tipps gibt. So, jetzt kann man aber nicht genau einschätzen, wie viel hat der Ahnung, der mir da gegenüber sitzt und mir jetzt diese Tipps gibt, weil man ja selber kein Fachmann ist. Ja, also wenn ich mich mit jemandem unterhalte als Fachmann, höre ich sofort, der hat ja gar keine Ahnung. Oder ich höre, ja, ist richtig, was er erzählt, aber großen Nutzen habe ich davon nicht, weil alles, was er sagt, weiß ich auch. Oder ich denke, mein Gott, hat der Ahnung, gib mal Stift und Zettel, das muss ich aufschreiben, was der da gerade erzählt. Und aber wenn ich gar keine Ahnung habe, dann kann man mir alles erzählen und ich denke, naja, ne? Und deshalb mache ich jetzt noch ein zweites Video, wo ich es mal ganz einfach erkläre. Und ich wünschte, man hätte es mir damals so erklärt und dann hätte ich es nachvollziehen können oder verstanden und halt auch gesagt, okay, alles klar, ja, das macht doch Sinn. Okay, alles klar. Okay, bis dann. Link findet ihr unten drunter und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Bis dann.